Und damit herzlich willkommen zurück hier im IMAX-Universum. Ich bin der Shintuaga. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind immer noch in Matrix 9, inmitten einer großen Offensive der Teladi. Leider habe ich in der letzten Folge das Problem gehabt, dass durch einiges Friendly Fire... Warum hat er die jetzt nicht gerettet hier? Was ist das? Weil voll dürfte er noch nicht sein. Den Befehl nehmen wir jetzt erstmal weg. Ja, wie gesagt, gab es ein bisschen Friendly Fire. Sozusagen, sodass einige, also insgesamt drei Teladi-Phönixe sauer auf mich waren. Und ja, ich keine andere Chance mehr gesehen habe, mich denen zu erwehren. Weil ja, die auch bei einer Bovrix Wissen weggeschossen hatten. Und ich dementsprechend dann aktiv sie zerstört habe. Ruftechnisch bin ich von 30 auf 29 dadurch gefallen. Das geht eigentlich. Ja gut, hier sind die Bussarde, ne? Ja. Gut, ich habe jetzt zwar eigentlich gesagt, die Schiffe sollen landen, aber wurscht. Dass ich die ganzen Jäger verliere, damit habe ich ja sowieso gerechnet. So, hier unten sind auch noch, weil ihr seht, also die Lade haben hier ordentlich was aufgefahren. Oh! Oho, ein Datentresor. Sehr schön. Den werde ich mir natürlich dann auch nochmal holen, wenn dieses Gebiet hier befriedet ist. Und ja, das scheint, das sind voll ausgebaute Verteidigungsstationen. Da sollte ich vorsichtig sein. Aber im Idealfall kümmern sich ja die Teladi jetzt darum. Wunderbar. Also, eines der besten Änderungen überhaupt, dass wenn man die einmal entdeckt hat, dass die auch sichtbar bleiben. Das war ja nicht immer so. Ah, da ist das K. Aber da kümmern sich jetzt auch die Teladi drum. Wunderbar. Falls nicht, stehe ich hier parat. Und auch... Ja, sieht so aus, ob die Xenon-Verteidigungsstation alle Verteidigungsdrohnen gestartet hat, die sie hatte. Aber wir sehen, die werden immer weniger. Das heißt, bald haben auch die Teladi hier das Oberwasser. Und da wird sich wahrscheinlich alles auf die Station konzentrieren, wobei ich schon glaube, dass die Jäger das auch überwiegend nicht überleben werden. Wir können ja mal hier beim K gucken. Auch hier sehen wir, dass die Teladi da auf die Antriebe schießen. Sowohl als auf die Geschütze. Aber wir sehen auch, die rote Grütze trifft die Phönixe da ordentlich. Oh, da ist auch, glaube ich, einer schon zerstört. Weiß gar nicht. Aber da war gerade noch mal ein Warngeräusch. Kommt da noch irgendwo eins her? Oder war das woanders? Oder ist es das wieder? Kann ja eigentlich nicht sein. Oder aber hier. Hier war es nicht. Ja, wir sehen, aber mit dem K passiert gar nicht so viel. Außer es ist vielleicht dann schon mal entwaffnet. Das hat mir ja mit meinem... Ja, genau, jetzt greifen die halt auch die Station direkt an. Vielleicht schaffen es auch ein paar Geschütze zu zerstören, wir wissen es nicht. Oh ja, die scheint ordentlich... Gucken wir mal. Oh ja, die ist gut bewaffnet. Die ist voll ausgebaut. Deswegen würde ich sagen, ich schicke meine Schiffe nicht mit. Also, beziehungsweise doch, die fliegen ja eh mit mir mit. Aber die kriegen halt keinen Angriffsbefehl, damit die keine Dummheiten machen. Wobei ich ja eigentlich gesagt habe, naja,
Die KI hat ja gelernt. Aber ich will dann doch ein bisschen vorsichtiger sein. Ja komm, auf geht's. Ich hoffe, dass meine Schiffe dann nicht automatisch mit angreifen. Aber sollten sie eigentlich nicht, wenn ich denen keinen Angriffsbefehl gebe. Ja, und ihr seht, wie schnell hier die ganzen Jäger weggeballert worden sind. Aber die Zerstörer sind halt noch da, aber die sind sich anscheinend auch nicht so ganz einig. Oh doch, hier sind noch Verteidigungsdrohnen. Aber ihr seht, die ganzen Jäger, na gut, hier kommen jetzt nochmal welche, sind halt alle zerstört worden. So, das K hat schon mal 50% seiner Schilde verloren. Und ein Zerstörer ist auch noch da, okay. So toll, dass meine Bussarde da jetzt auch noch mitmischen. So, genau, die machen jetzt nämlich den Fehler, die fliegen jetzt zu nah ran. Wir werden jetzt gleich mal sehen, was jetzt alles auf die einschlägt. Verteidigungsdrohne. Verteidigungsdrohne wollte ich nicht. Phoenix. Verteidiger. Genau, den wollte ich haben. Und ihr seht, da fliegt schon die grüne, die rote Grütze. Ja, und das glaube ich sollte ich mit meinen Schiffen vermeiden. Oh ja, guck mal was hier. Nee, guckt euch das an. Da platzt er. Nee. Ich hoffe, meine Schiffe bleiben jetzt auch alle da. Beziehungsweise folgen dürfen sie mir, ja, aber die sollen dann nicht automatisch angreifen. Ich hoffe, das tun sie nicht. Wissen tue ich es nicht. Und muss auch immer so ein bisschen jetzt das K im Auge behalten, was tatsächlich schon... Ach nee, da ist noch der Zerstörer, okay. Aber einer wurde auf jeden Fall zerstört hier. Ja, und die machen halt den Fehler. Die fliegen halt drüber weg, ran. Vielleicht mit Angriff koordinieren. Vielleicht klappt das besser, das weiß ich nicht. Xenon Verteidigungsstation. Eieiei. Na, die scheinen jetzt beide hier weggekommen zu sein, aber dann schießen sie natürlich auch nicht drauf. Weil die jetzt auch den Befehl haben, einen Aufklärungsjäger T anzugreifen. Ja, wie sinnig das ist mit dem Zerstörer, weiß ich nicht, aber... Xenon Verteidigungsstation. So, das gefällt mir zum Beispiel gar nicht hier, dass die... So, okay, warte mal. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ehrlich gesagt, so, ihr hinfliegen und warten. Online Statement, hinfliegen und warten. Shintuaka Majestic 2, hinfliegen und warten, bitte. Dankeschön. Das Risiko will ich jetzt definitiv nicht eingehen. So, und ich hoffe, die warten dann auch. Dort. Ja, ist halt die Frage, ob ich dann vielleicht auch erst um das K kümmern soll.
Wobei, das kann ja Bauerix Wissen eigentlich ganz gut erledigen. Gut, ich behalte das K einfach mal im Auge. So, wie weit sind wir? 14 Kilometer. Die Gravitonengeschütze oder Positronengeschütze, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, die rote Grütze einfach, haben, glaube ich, nur eine Kilometer 6, 7 Reichweite, von daher sollte das safe sein. Aber, wie wir sehen, sehr viel Vorarbeit hat die Teladi-Flotte jetzt nicht geleistet, nur 6%. Rabatt freischalten. Ausgezahlt, okay. So, da sehen wir noch die Wracks von. Wir fangen jetzt hier mit dem Äußeren an, würde ich sagen. So, und go. Jawohl, die ziehen sich zurück. Das ist mir zu heikel, ehrlich gesagt. So, Bauerix Wissen. Angreifen. Okay, hier muss ich einmal den Befehl umdrehen. Genau. Das ist mir jetzt, glaube ich, doch zu heikel, wenn ich da jetzt meine Schiffe zusätzlich noch mit in Gefechte verwickelt werden. Wir sehen hier Positronengeschütze. Nächste Phönix. Phönix, Verteidiger. Der wahrscheinlich gleich drauf gehen wird. Aber vielleicht schaffe ich es ja, genügend Verteidigungsgeschütze oder Verteidigungsmodule dieser Station zu zerstören. Den konnten wir nicht retten. Phoenix. Nee, Verteidiger. Der ist zerstört, ja. Erwarte Befehle. So, bleibt einfach da stehen, danke. Ja, ihr seht, der ist gar nicht so weit vor mir. Phoenix, Angreifer. Den kriege ich jetzt schon wieder ins Gesicht. Ja, und wenn das halt meine Schiffe auch machen, dann, nee, das ist mir zu heikel einfach. Wobei die natürlich jetzt auch dieses Modul angreifen. Erwarte Befehle. Unter anderem. So, aber viel wichtiger ist jetzt hier. Ja, sieht aber gut aus. Ja, Bovorix Wissen ist ein absoluter Xenon-K-Killer. Bei I wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ihr seht, das funktioniert wunderbar. Zack. Fällt mir nicht mehr in den Rücken. So. Gucken wir mal, kannst du die noch einsammeln, die noch einsammeln und den noch einsammeln. Den noch einsammeln. Da müsstest du ja fast schon voll sein. Und dann fliegst du bitte. Landest du erstmal dort. Genau. Und da muss ich mal gucken, wo ich die Leute dann verteile. Xenon Verteidigungsstation. Ja, der nächste Phönix geplatzt. Glaube aber, ja, das Modul ist auch Geschichte. Boah, wie eine aufgehende Sonne hier. Kommt da vorbeigeschlichen. Mr. Phoenix. Na gut, aber das sind wie gesagt die ganzen alten Phoenix-Modelle. Also das heißt, die gibt es schon ewig im Spiel, die Flotte hier. Das heißt, die Nachbauten werden dann wahrscheinlich die neuen E-Modelle sein. So, dann kümmern wir uns jetzt um das nächste Modul.
Ja, das kleine Kropfvolk hier, das macht mir keine Sorgen. Ja, und von den Teladi-Flotte sieht man halt einfach nicht mehr viel, ne? Die wurde halt an dieser Verteilungsstation doch ordentlich aufgerieben. Ich glaube, die Phoenix-E-Baupläne habe ich noch nicht. Vielleicht sollte ich die erstmal kaufen, bevor ich dann wirklich bei den Rat der Züglerinnen weitermache. Genug Pläne jetzt, den ganzen Kram, also genug Geld jetzt, um den ganzen Kram zu kaufen. Lux-Patrouille. Oh, das ist jetzt die letzte Grenze. Das ist jetzt mal tatsächlich auch einer von denen, die zerstört wurden. Die da Patrouille machen. Dass das jetzt mal passiert ist, die haben sich auch relativ lange gehalten. So, der hat seine 4 noch. Ja, hier wahrscheinlich. Hier wird einer zerstört worden sein. Ja, hier sind nur 3. Gut, muss ich dann nachordern sozusagen. Erwarte Befehle. Eigentlich kann ich ja... Bitte folgen Sie den Positionen. Erwarte Befehle. Hat das schon gereicht? Ja. Das hätten Sie wohl besser nicht getan. Wir werden beschossen. Na, fuck. Bestätigt. War das Rettungsboot. Ja, der ist noch in Matrix. Ja, gut, das ist natürlich, war vielleicht nicht die intelligenteste Idee, hier die Leute zu retten. Okay, ich würde sagen, nachdem er geflohen ist, soll er einfach dann, ja, die sind halt verloren. Das ist dann zu heikel einfach. Das ist dann einfach zu heikel. So, das Mittelmodul, das müsste hier sein. Das sieht man aber kaum. Deswegen bewege ich mich jetzt langsam, aber sicher noch ein bisschen quasi in der Ebene nach oben, damit ich vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Und hier kommen wahrscheinlich schon die Versorgungsschiffe. Wahrscheinlich könnte ich jetzt sogar fast schon meine Flotte mit dorthin schicken. Aber machen wir jetzt hier eins nach dem anderen. Ja, mein Rettungsboot kommt da jetzt irgendwie nicht weg. Ja. Ja, das war doof, dass ich die hier auch... dass ich die hier auch... Kommt er vielleicht, wenn er hier hinfliegt? Moment mal, eigentlich kann er ja auch... Stopp, da. Ah. Ja, fuck, der wird zerstört. Das gibt's doch alles gar nicht. Na gut, da bin ich selber schuld. So. So, versuche jetzt einfach dorthin zu kommen. Nee, schafft er nicht. Das schafft er nicht. Ja. Warte. Ich möchte nicht hier sein. Ja. Das glaube ich dir sogar, aber... Mit ein bisschen Glück kann er noch wegboosten. Das ist ein bisschen Schild kriegt er jetzt ja wieder, aber ein Reiseantrieb wird er nicht kommen. Oh doch. Daumen drücken. Daumen drücken, dass das funktioniert.
So, währenddessen. Nein, aufhören. Ah, fuck, ist er dann wieder rausgeschossen aus dem Reiseantrieb. Oh, das wird knappe Geschichte. Ich will jetzt aber auch keinen. So. Eh zu spät jetzt und bevor jetzt die Bovarix wissen, auch wieder in Gefechtshandlung kommt. Ah, das nervt. Das nervt, ehrlich. Ja. Okay, gut. Also das mit den Rettungsgeschichten. Ja, da war ich jetzt zu blauäugig. Ich war doch zu nah an der Xenon-Station dran. Beziehungsweise im Feindesgebiet muss ich halt gucken. Vielleicht hätte ich einfach. Ja, das hätte ich irgendwie anders machen müssen. Wie auch immer. So, das haben wir auch. Jetzt hoffen wir mal, dass ich hier das Mittelmodul jetzt auch hier so erwische. So, wie schaut es jetzt eigentlich hier aus? Hier habe ich ja eine Beutel, die ja eigentlich als Rettungsboot gedacht war, ja dann doch als, ja gut, aber schon ordentlich weitergekommen. Aber hier wahrscheinlich passiert nichts weiter, weil wir hier auch eine ordentliche Abfangflotte haben von... Ja, die Verteidigung ist noch nicht weiter repariert hier. Erwarte Befehle. Aber mal ein paar Hüllenteile kommen jetzt mal. Ja gut. Das lasse ich jetzt hier also auch extern kaufen. Weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt aktuell keinen Nerv zu. Das manuell alles zu machen. So, was mich natürlich jetzt sehr nervt, dass hier etliche Versorgungsschiffe kommen, die wahrscheinlich die Station versuchen zu reparieren. Hier auch zufälligen Daten oder so irgendwo aufgedeckt. Nee, ne? Na gut, hier kann ich ja dann wieder ja scannen lassen das Ganze. Weil das Baulager von denen ist auch relativ voll. Also ich weiß nicht, ich habe auch keinen noch nie ein Xenon-Konstruktionsschiff gesehen. Also ich glaube, das machen dann die Drohnen von alleine. Und ich meine, war das nicht eben sogar auf 28? 18 Einheiten sind noch da. Ich weiß nicht, ob das Verteidigungsdrohnen sind. So, gehen wir noch mal ein bisschen ran. Auch für die hinteren Module. Ja, gut, dass ich mir die Asgard halt gegönnt habe. Als gut Blaupause in dem Fall. Weil das jetzt mit herkömmlichen Zerstörerflotten, da hätte ich schon einiges investieren müssen, damit das funktioniert. Jetzt will ich mal gerade gucken, ob ich mir die von dem Phoenix eh schon die Baupläne eigentlich geholt habe. Nee, stopp, das war falsch. Da will ich hin. So, Größe L. Nee, nur der Behemoth eh. Gut. Da werde ich das, glaube ich, als nächstes machen. Weil auch der Phönix in meiner Flotte, Azraels Rache, wie hatte ich hier eigentlich genannt? Ich glaube, Azraels Rache.
Oh, jetzt habe ich gar nichts getroffen. Oder ist er schon zerstört? Da jetzt nicht getroffen tatsächlich. Xenon Verteidigungsstation. So. Der Rest dürfte ganz eindeutig sein, nämlich das hier. Okay, das war auch die Dockstation, also da docken auch die Schiffe an, das heißt, Reparaturmaterial kann jetzt eigentlich nicht nachgeordert werden. So, kurzer Probeschuss. Okay, hier treffe ich. Also Schrott wird ja definitiv auch abgeholt und wir sehen auch hier, dass hier auch ordentlich Sachen auch verkauft werden. So, wir kriegen mal wieder ein bisschen Besuch hier. Aber nichts, wo man irgendwie Angst haben müsste. Ja, wir haben auf jeden Fall 350 Millionen, da lässt sich auf jeden Fall was einkaufen. An Plänen, ich würde ja tatsächlich dann mal die Teladi-Pläne mir gönnen. Habe ich jetzt wirklich Asrael's Rache genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Muss ich tatsächlich mal in den älteren Folgen mal wieder nachschauen. Gut, der eine Schuss wird jetzt wahrscheinlich noch nicht reichen, um den Rest der Station in Garaus zu machen. Ist es? So, wichtig wird jetzt auf jeden Fall sein, wieder relativ schnell bei den Teladi auf 30 zu kommen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Es gab ein leichtes Gefecht mit, ja, also drei Teladi-Zerstörer dieser Riesenflotte, die auch diese Verteidigungsstation hier angegriffen haben. Sind rot geworden, also wahrscheinlich habe ich die vermutlich mit der Shintuaga Majestic 2 getroffen bei der Abwehr von Xenon und dann werden die natürlich nach einer gewissen Trefferquote werden die dann auch feindlich. Gott sei Dank wurde es nicht die gesamte Flotte, von daher ja, musste ich dann irgendwann die drei Phönixe, die mich dann auch weiterhin verfolgt haben, ja auch leider dann ja eliminieren. Hat mich natürlich Ruf gekostet wegen unautorisierter Tötung. Aber, jawohl, sie ist grau, wunderbar. Und die ist, Xenon Verteidigungsstation. Und die ist auch relativ voll ausgestattet. Deswegen werde ich das jetzt auch mehr oder weniger alleine machen. Und da oben ist auch nochmal eine Station, das dürfte dieses Fragezeichen sein. Das sieht allerdings nach einer Fabrik aus, nach einem Sonnenkraftwerk. Wobei die natürlich auch Module haben, so ist es nicht. So, da fliegen wir dann auch wieder ein bisschen höher ein.
Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wobei, eigentlich wisst ihr ja, wie es weitergeht, denn die nächste Station wird zerstört. Ja, ich werde mal sehen, dass ich jetzt ein bisschen mehr Micromanagement jetzt, also was heißt Micromanagement, aber ein bisschen mehr Management in der nächsten Folge zwischendurch noch einstreue, denn es gibt ja noch andere Baustellen und ich glaube, da werde ich jetzt einfach mal intensiver die, ja, Kühlungsphase der Hauptwaffe dafür nutzen. Genau. Also, habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.